Jetzt habt ihr den eigentlichen Betrug mitbekommen. Ich wollte das ganze Let's Play nicht sagen, sondern Steve Rowland, also wir sind gar nicht Steve Rowland. Also wir. Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Wir sind ein Doppelgänger. Steve Rowland wurde wirklich erschossen. Und wir sind sein Doppelgänger, der eine Gesichtsoperation hinter sich hat. Und somit sehen wir aus wie er. Und jetzt dürfen wir wieder mal keinen Alarm geben. War ja auch zu erwarten irgendwie, aber... Einfach mal ranschleichen. So, die haben wir. Haben wir schon eine Waffe mit Schalldämpfer bekommen und ich verstaue die jetzt einfach mal in dem Raum. Da habe ich eigentlich immer alle Leichen abgelegt. Ist zwar ein bisschen umständlich, da immer hinzulaufen, aber effektiv. So, es sind ja eigentlich keine Leichen in dem Sinn, die sind ja nur ausgenockt. Achso, hier ist auch noch ein Raum. Okay, gut, gut, gut. Stuhl. Ich nehme den mir einfach mal mit, den kann man... Oh, da geht's gar nicht lang. Den kann man immer gebrauchen. Zack. Genau deswegen. Mit einer Leiche, also mit dem Körper kann man gar nicht springen. Höp, 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 höp. Auch ganz lustig. Aber unnötig. So, ein Besen. Mit dem Besen kann man aber nicht wirklich einen umhauen. Aufruf an alle Beamten. Haltet sich bereit, ihr kommt. So. Wo tue ich die jetzt hin? Ich will nicht so weit laufen irgendwie. Aber bitte ist der Raum da auf. Scheiße. Wo soll ich denn die verstauen? Kommt die nicht hier irgendwo... Ach, ja, okay, die 5 Meter, die macht das jetzt auch nicht mehr aus. Geh ich halt zurück. Hier, kriegst einen Kollege. Bitteschön. Bloß nichts Unanständiges machen. Und tschüss. Ups. Da lang. Die Kleidung, die sieht ein bisschen flach aus, also. Oh. Ganz edel, das hier. Nein! Hat uns nicht gesehen, hat uns nicht gesehen. Idiot. Den kann man hier, glaube ich, in das Zimmer einfach gefahrlos ablegen. Sofern das Treffen hier nicht stattfindet. Na, scheiße. Ja, ich lege den einfach mal hier so, so halb unters Bett. Das wird schon passen irgendwie. Ja. Ja, also wenn man hier steht, fällt es nicht auf. Okay. Von da kommen wir auch noch. Dafür haben wir einen Schlüssel. Winslow ist schon da. Versuchen Sie ihn mit dem Richtmikrofon anzuvisieren. Das ist sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Wie gesagt, die Gadgets hier. Wir müssen immer mit dem Mikrofon den anvisieren, damit wir sein Gespräch mitbekommen. Bleiben Sie dran. Das ist so cool gemacht. Alles klar. Mongols, Sie sind gekommen, um mir den Tod von Nummer 13 zu bestätigen, nicht wahr? Ich bin hier, um für Ihre Sicherheit zu sorgen, Mr. Winslow. Das beruhigt mich ungemein. Wir liegen hinter dem Zeitplan. Wie lauten die letzten Nachrichten, Nummer 9? Ich habe sie alle überzeugt. Industrielle, Bankiers, selbst die Medien. Die einflussreichsten Persönlichkeiten dieses Landes sind bereit, die zukünftige Regierung zu unterstützen. Ich habe hier eine Liste der Geldgeber. Ich werde sie heute Nacht Nummer 3 überreichen, während wir im Kloster auf den Waffengang warten. Was sagen Sie dazu, Nummer 5? Ausgezeichnet. Aus meiner Sicht sind die Neuigkeiten ermutigend.
Trotz eines kleinen Rückschlags kontrollieren wir morgen Abend alle strategischen Punkte des Landes. Dank der Operation Total Red werden wir alle Fäden der Macht in den Händen halten. Und wie geplant, hat Präsident Galbraith nicht die leiseste Ahnung. Was zum... Sie haben uns entdeckt. Jetzt haben sie uns entdeckt. Okay, Strom abstellen. Schaffen wir. Dürfte kein Problem sein. Jetzt dürfen die auch gefahrlos umbringen. Endlich mal wieder ein bisschen Spaß in diesem Spiel, ein bisschen Action. Kann man jetzt... Na, natürlich nicht. Lassen Sie die Waffe fallen. Das glaubst auch nur du, mein Freundchen. So. Ich räume die hier auch nicht mehr weg, also. Gut. Strom ist abgestellt und dann... Die dürfen wir auch noch nicht mal töten. Sonst noch ein Wunsch? Achso, der ist bei uns, sagt es. Der gehört zu uns, das gefällt mir. Haben wir endlich mal das erste Mal im Spiel ein bisschen Unterstützung. Sogar noch vom FBI, das gefällt mir. Wir haben nur eine Uzi. Und wir müssen jetzt gleich zwei Bosse töten, wie ich das in Erinnerung habe. Ich glaube, ich muss da jetzt noch irgendwas machen. Irgendwie eingreifen. Ich kann jetzt so tatenlos sein im Moment. Ich brauche erstmal die Munition. Ach ja, genau, durch den Aufzug. Okay. Eliminieren Sie Winslow. Erstmal den Chef der Winslow Bank. Ihr erinnert euch von ganz am Anfang. Den müssen wir jetzt umlegen. Und danach kommt noch eine Nummer. Ich bin mir nicht sicher, ob es Mongoose ist, also der eine mit der Glatze, oder der andere. Oder ob es überhaupt zwei sind, weil meine Erinnerungen sind trüb daran. Da, die beiden sind's. Die muss man gleichzeitig töten. Also der Winslow und dann kommt noch einer. Da bin ich mir jetzt fast sicher. Komm her. So, jetzt ist die Frage, wie ich das bewerkstelligen soll, weil... Erstmal hier die. Die ist ja das geringste Problem. Okay, Winslow ist eigentlich noch relativ leicht, aber danach kommt ja dieser eine da. Ich weiß gar nicht mehr, wer es ist. Klick, 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 toll. Oh, Winslow. Lass mich dich doch töten. Dankeschön. Da, Willard, genau. Öffnen Sie die Tür. Ist alles okay, Fly? Erstmal zu Winslow. Nummer 9 ist auch gefallen. Und jetzt kommt Willard. Soweit ich weiß, ist das Nummer 7. Ne, 7 hatten wir. Ich weiß es nicht mehr. Okay. Willards Spur verloren. Er kann nicht entkommen. Ja. Sie unterschätzen. Okay, die nächste Nummer. Let's go. Willard. Ich will dir doch nichts Böses tun. Medipack. Und tot. Nummer 5 war das, genau. Die war jetzt... Die waren beide irgendwie leicht, aber... Naja. Die Adresse des Klosters. Willards Grundstück dient Ihnen als Hauptquartier. Wir haben sie. So, jetzt sind wir im Kloster gelandet oder im Vorweg sozusagen. Und ich kann euch nur sagen, in dem Kloster werden mindestens 60% aller Nummern getötet. Und die sind so leicht zu töten wie normale Gegner, das kann ich schon mal vorab sagen. Also halt zwei Schüsse oder so sind die tot. Aber die sind halt alle in einem Treffen und wir erledigen die einfach. Moment, ich speichere das gerade mal.
Ja, nehmen wir hier das. Ist noch gespeichert vom U-Boot, oh mein Gott, ist ja schon eine ganze Weile her. Aber hier müssen wir natürlich auch wieder unentdeckt bleiben. Jetzt muss ich erstmal gucken, hier gab es einen Weg. Der führte so durch so ein Gestrüpp. Genau, hier. Gott sei Dank kenne ich das. Nein, der Champagner ist noch nicht geliefert worden und ich kann Mr. Willard nicht erreichen. Steh ich. Ich verstecke den einfach direkt am Anfang. Also hier bei dem Gebüsch da. Obwohl, ne, das kann ich eigentlich gar nicht machen. Ich kann den doch nicht. Aber ich kann den hier hinbringen. Ich tue den so ein bisschen so in die Ecke, dann wenn man hier ist, sieht man den nicht. Es dürfte kein Problem sein. So, da hören wir Schritte, das heißt hier lang. Ja. So. Wo schaffen wir den jetzt am besten hin? Ich glaube, ich bringe den zu den anderen. Das wäre gut. Aber die Stille hier, die ist schon irgendwie beängstigend. Man hört, im Gegensatz zu Musik und Kugelgeballer, hört man jetzt nur Krähengeräusche so. Sehr gut gemacht. Und das für so ein, in Anführungszeichen, altes Spiel. 2003, Entschuldigung. Ich hatte 2005 damals gesagt. Ist nicht wirklich alt, also. Oh, oh, oh. Kein Alarm, kein Alarm, kein Alarm. Kein Alarm! Penner! Mann. Scheiße, ey. Das war knapp. So. Ich schlepp die einfach mal mit, weil hier kamen immer noch welche durch. Nicht wie bei den anderen. Wenn man die alle getötet hat, war es das. Aber hier kommen mit der Zeit immer noch welche nach. Aber erst wenn wir im nächsten Gebiet sind. Nein, nicht zu berichten. Over. So. Aber den da, den kann man hier lassen. Weil das war nur in dem Abteil. So, jetzt benutze ich die Armbrust. Das muss jetzt klug gemacht sein. Weil die erstens mal am Gehen sind und zweitens mal zwei Stück sind. Ich nehme den da zuerst. So, und jetzt hole ich ein Messer, renn da hin und erstech den. Hoffentlich treffe ich beim Werfen. Jawohl, locker. Hier hat es gereicht, wenn man den einfach hier ins Gebüsch gelegen hat. Gelegen hat? So einfach ein bisschen verdeckt halt. Dass man den nicht auf Anhieb sieht, wenn man da vorbeiläuft, aber ist nicht so wichtig jetzt. Okay. Nein, 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 nein. Dankeschön. Und ein Tauchgang. Schön, dass ich mich daran erinnere. Das ist einfach, als ob ich das gestern gespielt hätte, die Stelle, aber ist schon ein paar Jahre her, also. Wunderbar, einfach nur. Hallo. Tja. Denkst du auch nur, ne? Das war zwar knapp, gebe ich gerne zu, also. Aber kein Problem. Konnte man die nicht irgendwie noch da reinwerfen? Oh ne, schade. So. Es geht hier außen lang. Checkpoint. Ich speichere auch direkt mal. Sanctuary Garden heißt es auf Englisch, der Spielstand. Sehr schön. Gut. Dann müssen wir hier hochklettern. Dafür nehme ich lieber die Armbrust. Der ist mir dann doch zu weit weg fürs Messer. Jetzt muss das schnell gehen. Der darf nicht aus meiner... Jawoll! Beim Gehen mit der Armbrust. Da ist jetzt noch der nächste, den muss ich mitnehmen. Scheiße, da ist noch einer. Okay, den werfe ich einfach mal so. Auf gut Glück. Oh oh. Nein! Gib keinen Alarm, du Wichser! Penner! Sperrt die Ausgänge. Hat es gereicht? Ah gut, die haben keinen Alarm gegeben. Mann, dass die das immer so spannend machen müssen hier. Okay, da liegt einer. Und einer war hier noch. Wenn nicht sogar zwei.
Die sehen alle aus wie Steve Rowland irgendwie.